Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Weiß von Böse Onkels in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Weiß von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 93. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album der Bösen Onkels. Wir haben hier das Album Weiß, der Name ist Programm. Bevor wir das Ganze starten, werden wir mal die Folie abmachen. Hier einfach mal einschneiden. Vorsichtig aufschneiden und dann können wir hier genau durchziehen. So, wunderbar. Das Spannende an diesem Album ist, es ist ein Doppelalbum geworden und das ist so der erste Teil. Und zwar haben wir dieses Album hier, Weiß, und dazu gab es auch noch das Album Schwarz. Also die sind hier beide am gleichen Tag erschienen. Und zwar am 4. Oktober 1993. Es ist das 8. Album der Bösen Onkels. Das Ganze ist, der Name ist Programm, auch tatsächlich komplett in Weiß. Und hier, man kann es im Licht erkennen, haben wir dann einmal den Schriftzug hier Böse Onkels. Darunter haben wir dann diese Symbole, also diese Finger, bedeutet das Fingeralphabet, das hier auch nochmal das Ganze darstellt. Und wir haben auch hier noch zusätzlich Böse Onkels nicht nur in der Fingerschrift, in diesem Fingeralphabet, sondern wir haben das Ganze auch noch hier in Blindenschrift. Denn wie wir sehen können, hat man hier tatsächlich auch in die Cover so, in das Cover hier so Punkte eingearbeitet. Und dementsprechend kann man das hier auch erfüllen. Also dreifach hier der Schriftzug Böse Onkels mit dabei. Auf der Seite blank weiß und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier in der Mitte diese Spirale, die vom Zentrum nach außen läuft, mit insgesamt, hier lesen wir es, 12 Tracks. Also 12 Tracks hier auf dem Album drauf. Unten rechts haben wir den Barcode und unten links dann noch die Beteiligten, die Labels. Ja, kurze Info, warum es diese zwei Alben gab oder was man damit so ausdrücken wollte, sagen wollte. Zitat, ein schwarzes und ein weißes Album sollte es sein. Gut und böse, schwarz und weiß, Sonne und Mond, A bis Z. Die Dualität des Lebens, die sich in den Texten widerspiegelt, sollte auch auf dem Cover wiederzufinden sein. Sie sollen jeden auf den ersten Blick zum Nachdenken bringen. Ja, ich denke, das ist ganz gut gelungen. Wir schauen mal rein. So, wir haben hier das Album auf Vinyl. So, dann packen wir die Vinyl mal zur Seite, die Hülle. Und zwar sieht das Ganze so aus. Auf der einen Seite, hier lesen wir A, haben wir die gesamten Tracks mit Lyrics abgedruckt und auch den Infos, wer das Ganze komponiert hat bzw. den Text beigesteuert hat. Kann man hier alles nachlesen. Und auf der Rückseite haben wir hier zum einen eine Widmung darüber. Dann haben wir hier die vier Herrschaften abgebildet. Darunter auch noch die Infos, wer sie sind, beziehungsweise welche Rolle sie in der Band haben. Und darunter dann noch die Credits zum Album. So, dann haben wir in dieser bedruckten Papierhülle natürlich auch das Album. So sieht das aus. Eine schwarze Vinyl. Und auf der Rückseite sieht das dann so aus. Also, hier die gesamte Tracklist, 12 Stück an der Zahl, inklusive der Laufzeit. Und wir sehen hier, die erste Seite nennt sich passend hier zur Mitte die Sonnenseite, Sonne. Und rechts, also diese Seite, die wir jetzt haben, haben wir dann die Weißseite. Gut, wir packen die Vinyl wieder in die Papierhülle. Und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl-Edition befindet. Die eben gezeigte Vinyl A- und B-Seite mit insgesamt 12 Tracks, die kommen hier in der Papierhülle. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl. Weiß von Böse Onkels.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.